Ah, gute Mr. Eintracht hier. Wir haben hier die erste Reaktion und danke erstmal. Danke Eintracht Frankfurt für diese geile anderthalb Jahre Europa-Tour. Was war das geil? Ich meine, erst die Europa League, wo wir kein Spiel verloren haben. Jetzt die Champions League das halbe Jahr. Und es war einfach nur geil. Klar, wir haben jetzt verloren, sind ausgeschieden. Klar, hört sich 5-0 hart an im gesamten Paket. Aber wir haben gegen den zukünftigen italienischen Meister gespielt. Die mit die formstärkste Mannschaft wahrscheinlich sind. Und ja, für uns persönlich war Napoli das schwerste Los. Ich glaube sogar, auch wenn City jetzt so hart gegen RB Leipzig gespielt hat, dass uns die zumindest ein bisschen besser gelegen hätten. Vielleicht auch Real Madrid oder Liverpool. Vielleicht wären wir trotzdem ausgeschieden, keine Frage. Aber Napoli waren wir von Anfang an klar, es wird schwer, es wird unangenehm, auch das Drumherum. Das möchte ich gar nicht erwähnen, was mit den Fans da ist. Und vor allem auch vom Spielstil passen die uns halt nicht. Aber auch mal Respekt an die Fans. Außerhalb des Stadions hat man sie kurzer Zeit, ich glaube 15 Minuten vor Schluss, mehr gehört halt als Napoli-Fans. Natürlich kann man das immer leicht beeinflussen durch Mikrofone etc. oder spezielle Positionen. Man weiß ja auch, die TV-Medien können selbst pushen. Inwiefern die das jetzt gemacht haben, ob man wirklich die 200-300 Fans draußen lauter gehört hat als die 40.000 oder was das sind im Stadion. Ja, ist so eine Sache, ist aber eigentlich auch egal. Fakt ist, wir sind verdient ausgeschieden. Aber Fakt ist auch, ich bin komplett stolz. Wie gesagt, Champions League erlebt. Wir haben eine geile Tour gehabt. Wir haben quasi, ja, also wenn man die Gruppenphase im Gesamtpaket nimmt, auch da nicht verloren. Im Gesamtpaket bei Platz 2. Ja, natürlich war gegen Neapel nur 20 Minuten im Hinspiel, die ersten 20 Minuten gut. Im Endeffekt hatte Neapel dann alles im Griff gehabt, ne? Von daher, ich schalte lieber so aus, anstatt mit einer Fehlentscheidung oder einem selbstgemachten dummen Fehler. Da war aber Neapel in allen Belangen überlegen, in beiden Spielen, auch durch unser Fehler begünstigt, aber die hätten sogar so gewonnen. Ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft, auf unsere Eintracht. Wir haben viel gezeigt, viel geleistet, haben, wie gesagt, die Fahne auch hochgehalten in den letzten Jahren, was Europa betrifft. Auch hier, wie gesagt, Achtelfinale, das erste Mal. Wir lernen daraus für das nächste Jahr, wenn wir dann international spielen, vielleicht wieder Champions League. Denn jetzt ist der Fokus auf die Gruppenphase, wollte ich sagen, natürlich auf den Pokal und auf die Bundesliga. Vielleicht können wir die Top 4 nochmal angreifen. Ist möglich. Wie gesagt, nur Punkte auf 100 Freiburg. Am letzten Spieltag das direkte Duell. Ich erkläre es, glaube ich, in jedem Video. Von daher, toi, toi, toi. Ansonsten muss man sagen, hier Respekt an Osimhen. Das Tor, wie Cristiano Ronaldo wieder in der Luft steht. Bitte natürlich so kurz vor Schluss, wenn das Tor nicht passiert. Wer weiß, wie es ausgeht, aber wir hatten ja geführt im kompletten Spiel auch keine Chance gehabt. Wenn wir vielleicht in der 60. Minute dann das 0-1 schießen, ja, dann ist was möglich. Aber ich sag mal so, nach 0-1 oder 1-0 war ich dann entspannt. Bis zum 1-0 war ich so aufgeregt, so ein bisschen noch, doch nochmal, hat es ein bisschen Nerven gekostet, aber noch im amüsanten Weg, sag ich jetzt mal, Nerven kostet, hätten wir aber das 1-0 geschossen, dann hätte ich mich wirklich richtig aufgeregt bei solchen Pässen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, das Ergebnis sagt einiges aus. Ich bin stolz, trotzdem. Ich weiß nicht, ob das alles ist fehlen. Klar gibt manche, die es anders sehen von anderen Fans, aber ich bin einfach unfassbar stolz. Wir blicken komplett auf das Spiel zurück. Morgen, heute, wie erwähnt, habe ich Edmund eigentlich nicht zum Spiel erwähnt. Ich meine, das 2-0 Osimhen. Ich bin froh, dass er sich verletzt hat, war doof. Hat sich tut da drauf getreten auf die Hand, weil er da hinten macht. Elfmeter war einer, ja, in die Mitte, machst du halt nichts als Torwart.
Ansonsten, wie gesagt, kam halt nicht zum Abschluss. Wichtig ist jetzt, dass wir bei Union Berlin punkten, am besten dreifach. Wer weiß, was da möglich ist. Darauf gehen wir aber dann die Tage jetzt ein. Ich sage Kevin von Arrivederci. Eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Bis dahin und ciao, ciao.